Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goat Simulator 3. Lustige Dinge. Wir haben hier NPCs bekommen, als spielbare Charakter. Jo. Genau, 2014 ist der erste Teil rausgekommen. Der zweite Teil ist, glaube ich, irgendwann mal nicht rausgekommen. Und genau, der dritte Teil ist ja direkt nach dem ersten Teil rausgekommen. Son Goku, geil, ich will Son Goku spielen. Ich habe zwar nie so die Serie schauen können, ich habe immer dann Arbeit gehabt, als ich gekommen ist und vorher natürlich Schule. Ja, ich muss jetzt mal schauen, habe ich hier noch nicht freigespielt? Schade. Kann die Original... Ringe, cool. Ja, ich kann die irgendwie noch nicht... holen. Müssen wir noch ein bisschen warten. So, wo sind wir jetzt denn random? Ich möchte noch andere Hörner. Möchte ich diesmal so herumlaufen. Und dann grün. Oh! Genau, ich möchte... Ich finde ihn ja coolste mit den drei Zecken. Michael Longchlo, glaube ich, heißt er. Oh ja, so schöne Schuhe. Und wir müssen noch die Flügel haben, da wir noch etwas machen müssen. Das ist auch lustiges oder so. Aber ich habe die Flügel gar nicht. So gewisse Flügel, genau die himmlischen Flügel sind es, aber die sind wahrscheinlich gleich wie die. So, und dann eigentlich noch bei... Ist es bei Kopf? Irgendwas anders, aber ich weiß es nicht. Ich habe nämlich nachgeschaut, wie man auf den Sendemast kommt. Auf dem Rücken ist es ja auch nicht. Schuhe, vielleicht sind es Schuhe. Die habe ich auch noch nicht beigespielt. Irgendwas Rundes, aber ich weiß gar nicht, was rund bei Kopf. Mit Blitz. Etwas mit Blitz, wo rund ist. Ich habe es gar nicht so erkennen können, sonst müssen wir da nachschlagen. Superhirn ist es natürlich auch nicht. Vielleicht hier unten irgendwo. Beanie. Eimerkopf. Da hat es noch Gehörschutz, hat noch. Dämpft alle Geräusche. Keine Ahnung. Da hat es nochmals Blitz. Blitzsymbol benutzt, also ist einfach eine Fähigkeit. Also, wir gehen ganz nach Osten. Wir sind jetzt ganz im Westen. Nein. Also, wir gehen ganz nach Osten. Jo, und. Ui, sehr schön. Was ist hier passiert? Der Post, der Pizzabäcker ist nicht da. So, ich nehme natürlich das langsamste Auto, um schnell rauszukommen. Die anderen sind ja irgendwie festgehangen. Also, und der Strommast da ganz hinten, obwohl der eigentlich höher ist. Ich weiß nicht, wieso die das immer machen. Das ist der niedrigste Punkt oder der nicht höchste Punkt. Wir müssten eigentlich ganz nach oben, aber wir versuchen es einfach mal nach oben zu kommen. Und dort auf die Spitze, ob das jetzt wirklich geht. Ja, natürlich muss man hier hinten. Jo, ist ziemlich, oder? Ja, jetzt schon wieder. Mit dieser Steuerung, die ist auf den Gamepads natürlich tausendmal besser, aber ich habe es mehrmals schon versucht, mit dem Gamepad gut eingestellt zu sein. Das Spiel will einfach nicht gut eingestellt sein. Das Spiel macht eine schwierige Steuerung am Gamepad auch, oder? Das ist genau das, was ich eigentlich nicht will, oder? Das ist Steuerungsprobleme in Spielen sind einfach qualvoll, nervig. Ja, und wie soll ich jetzt hier hochkommen? Mit dem Fisch. Ja. Mit dem Fisch geht's besser. Und hopp. So, bekomme ich das Achievement jetzt über? Ja, ich bekomme Silber. Also veranstalten eine Poolparty mit 10 Leuten. Wo ist ein Pool? Also, wo ist die Poolparty? Muss ich die Leute in den Pool werfen? Ich wollte eigentlich heute noch... Ich
kann mit den Flügeln nicht irgendwie schlagen oder so. Also, ich möchte ja heute eigentlich noch die Schanzen machen, da im Norden. In der Hauptstadt, oder? Aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, wenn ich da noch diese Achievements und so haben möchte. Aber das ist... ja, auch mit Flügel. Wo ist jetzt dieser Pool? Ich denke, es ist wirklich der Pool da. Da. Oder? Nehmen wir doch so Schwein dafür. Der da? Na, irgendwie ist Party, oder? Sonst weiß ich nicht, wo ich genau einen Pool noch finde. Außer natürlich die Swimmingpools. Ihr dürft hier nicht workouten. Boah. Das Schwein ist irgendwie noch ein bisschen grob. Wieso bist du nicht reingefallen? Du da. Nicht abhauen. Ja, einfach reinfahren. Ne? Wir könnten ja auch wieder rausgehen. Ne? So. Dann haben wir hier die Gangmitglieder und... ja, nicht... ja, die hier. Das ist einfach so, die Ballas sind, oder? Und die anderen sind die Grove Street. Weh, du gehst wieder raus. Ich hab's schon gesehen. Boah. Ich hoffe einfach, das ist es hier. Dann sind wir einfach nur unnötig hier gewesen. Ob so eine Poolparty ist für mich eher irgendwie in einem Swimmingpool auf einer Villa oder so. Jetzt könnt ihr Krieg machen, ihr beiden Gangs. Kämpft gegeneinander. Ich will schon lange mal ein Game haben, wo man so in einer Stadt random andere Spieler finden muss und killen muss. Das wäre sicher geil. Einfach so, jo. Unauffällig wie möglich, dass man nicht von anderen Killern gefunden wird. Leute killen muss oder so. Gibt's nicht? Okay, wir haben es geschafft. Lass 10 Leute gleichzeitig explodieren. Ich hab keinen Sprengstoff. Ich liebe Schweine. Sie sind so fein auf dem Grill. Oh. Nein, natürlich nur sarkastisch gemeint. Also unwahr. Boah. Geil! Ich will mal aufs Rad. Yay! Noch das Tor aufmachen? Geht nicht. Ui! Tracker hat wieder seinen Spaß. Also ich habe kein Fahrrad und ich habe keine Rampe. Wir haben im letzten Part auch noch ein Fahrrad gesucht, oder? Die gibt es hier einfach gar nicht, obwohl es eigentlich hier in diesem Stadtteil vor Ort sein müsste. Man findet es einfach nicht. Und immer hüpfen irgendwelche Gegenstände herum. Was ist das eigentlich? Sushi-Restaurant. Hier ist nichts mehr. Also kein einziges. Und immer diese Rasenmäher. Okay, Rasenmäher. Bei euch ist es ein Schaf, bei uns ist es ein Mai. Oh, geil. Oh, geil. Und sonst? Seid ihr immer noch am herumfallen? Ach komm, Schwein. Dafür musst du nicht den Kopf in den Boden und den Asphalt schlagen. Aber irgendwie sind die Flügel so geil. Ich kann nicht mehr. Okay, wir müssen vorwärts machen. Haben wir da nicht ein gutes Auto in unserer Richtung? Das ist so komisch. Oh, das ist ein gutes Auto, oder? Also ich nehme gerne diese Farbe. Habe ich gar nichts dagegen. Heute muss man ja auch ein bisschen anders auftreten, oder? Alternativ. Haben wir nicht die untere schon gemacht? Die untere? Ich muss nochmal nachschlagen. Ich weiß es nicht mehr.
Haben wir hier irgendwo eine Rampe? Oh ja, mit Strom. Die haben wir doch gemacht. Oder? Also geschafft, oder sie nochmal? Ich glaube, so ist sie geschafft, oder? Ja, und was macht man jetzt? Ach komm. Ach komm, diese. Was macht ihr eigentlich hier noch? Einfach ein bisschen. Die machen immer so wenig, also sie tun einfach ein bisschen rächen. Ah, das sind die Rächer. Genau, die Rächer-Initiative. Stimmt. Und hopp. Ach komm. Wein, dafür musste ich nicht gesch. Vielleicht mit diesem Drachen. Geil. Ein Drachen. So, wo ist denn nochmals eine Schanze? Also die haben wir verwendet. Da ist keine Schanze. Sieht so aus, als würde eine Schanze sein. Aber hier vorne ist doch noch irgendwo eine Schanze. Es ist halt immer schwer herauszufinden, wo die Schanzen sind. Wenn man es nicht immer direkt sieht. Aber wir finden sicher noch eine Chance in diesem Fall. Da ist eine Chance. Haben wir die schon verwendet? Und eine ist noch am Ding. Was ist denn immer vor den Chancen? Man fällt immer so quer rüber. Einfach diese Absperrungen, aber das macht doch den Absperrungen nichts. Man fällt immer so komisch direkt rüber. So, 4 von 5. Dann ist es am Hafen die letzte. So, ich bin momentan echt mit den Allergien, mit den Pollen und so Allergie. Da muss ich leider manchmal ein bisschen rispern. So, und hier haben wir auch noch mehrere Schanzen. Können wir gleich im Anschluss machen. So, einfach diese Schanze hier, die habe ich sicher. Also, die ist einfach so am besten zu sehen. Krass. Habe ich die auch geschafft? Ne, das ist eine andere gewesen. Also, das ist eine, die wir schon haben. Dann schauen wir doch noch mit dieser Schanze hat. Krass. Das ist geil gewesen. Schön. Aber es ist nicht die richtige gewesen. So, gehen wir mal zum Furi. Was ist das denn? Was ist das ein Fuchs? Furi. Ein Fuchs. So. Furi nutze. Furi Furi. So, also. Dann irgendwie wieder hochkommen. So. Hier haben wir vielleicht noch irgendwo eine Chance. Nee, hier nicht eine Chance. Ein Schwert. Jetzt auch noch mal ein Furry. Okay. Immer schön knacksen lassen. Ja, hier wäre ja der. Hier gehen wir mal nicht hin. Hier nicht durch. Und. Okay, Gott, was Furry. Ich mag ja Tiere, aber ich würde mich nie irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde es einfach zu peinlich. Kann ich denn fahren? Ja. Muss viel kompensieren. Irgendwo hier ist doch eine Chance. Hey. Muss doch irgendwo hier eine Chance sein. Sorry, nicht gesehen. Da hüpfen auch wieder ein paar Möbel herum. Ein paar Holzkisten oder so. Irgendwo hier ist doch eine Chance. Hundertprozentig. Wo? Vielleicht am Strand um? Was passiert da immer? Hier hinten dran, oder? Oder ist die Treppe gemeint? Und da kommen wir doch nicht gut hoch. Nein, Mann, nimm mir das im Weg. Ja, das sind einfach, haben keine,
Ja, kein Gewicht, oder? Also, ja. Man fällt irgendwo drauf und dann wird man weggespickt. Das hat alles nicht so gut gemacht. Okay. Das ist alles so ein bisschen unrealistisch dadurch. Okay, das ist ein speziellen Weg gewesen raus, aber ich hab's geschafft. Bin draußen. So, nun haben wir hier doch irgendwo noch einen Raum. Ich möchte mal schauen, was das Schwein dazu sagt, wenn es hier mal kurz in die Drehtür geht. Richtig. Ja, aber richtig. Richtig backen. Komm schon, komm schon. Es ist ja zu dick. Geht nicht so gut. Okay. Wie immer helfen mit der geilen Giraffe. Ach man, ich mag das. Ich mag das. Komm schon, mach. Oh komm, ich mag's doch. Oh ja. Wenn es einfach nicht mehr geht. Ja, so nicht. Ich will, dass etwas Schlimmes passiert, bitte. Ja, ja, oh ja, oh ja, das macht Spaß. Ich weiß, dass es eine Giraffe ist, aber ich erkenne es einfach nicht. Also ich würde es nicht erkennen. Schade. Okay, einmal versucht, einmal gegangen. Klappt. Ist nicht hier eine Rampe? Das will ich ein bisschen zu nah am Hafen. Dankeschön, blödes Blitzzeugs. Ach, Menno. Ja, Giraffe, du musst klettern. Genau, so muss. Genau. Ja, genau. Warte kurz. Mann, wenn nur die Kamera besser wäre. Man sieht es einfach nicht. Hallo. Ah, es ist alles verschwommen. Ja, das muss ich immer gar nicht. Es wird einfach verschwommen sein. So, sowieso. Oh. Nein, ich will wieder draußen. Schade. Ich muss ein anderes Bild oder so nehmen oder nochmal versuchen. Es ist halt immer. Für Bilder ist das Spiel einfach nicht gut gemacht. Ja, man kommt wieder rein. Ja, dass man hier nicht mehr so. So, das ist doch ein schönes Bild, dankeschön. Gut, 32 ist das 32. Bad, ich dachte, das wäre... Ah, vielleicht habe ich nur noch Goal eingegeben, da habe ich irgendwie mehr. Weiß es nicht. Genau, weiß ich es nicht. Also. So, also dann schauen wir mal hier hoch. Kann ich bitte wieder hoch, geht das? Dummes Spiel. Voll frech. Meine Güte, diese Spiele sind immer verrückt. Da ist ja noch eine Rampe, genau. Einfach kurz austesten, ob es die ist, die wir brauchen. Bin ich also nur am Tier verschätzt oder so. Die habe ich doch auch gemacht. Ich erinnere mich so fest noch an den Livestream, was ich also gemacht habe, aber ja, wie und wo. Heißt, jetzt haben wir es freigespielt? Nee, es ist doch kein... Hä? Also mir fehlt noch die letzte Rampe, oder? Kann man das nachschlagen? Ja, ich denke nicht, oder? Also ich habe schon fast alles freigespielt. Nur diese Sachen in den Türmen nicht?
Ah ja, das muss ich noch machen, stimmt. Also nur die Eingänge und so noch nicht betreten. Sammlerstücke. Rampen. Ja, sie ist noch. Wir müssen sie noch finden. Leute, strengt euch an. Schreibt mir Kommentare. Macht mit, bitte. Ich bin so einsam. Ich mache so schlechte Videos. Boing. Gut. Ja, heutzutage Zuneigung zur Erde jemanden, der nicht unbedingt man so kennt oder so. Es ist sehr schwer. Also, ich kann schon verstehen, wieso man jetzt zum Beispiel nur schaut oder nicht mal lange schaut. Nicht mal die lustigen Sachen anschaut. Kann ich schon verstehen und das. Aber ja, ich bin aktiv. Wenn ich jemand zuschaue, dann schreibe ich einen Kommentar. Und schaue auch lange zu. Und das können halt viele nicht mehr heutzutage. Sie sind ja arm und ja. Ihr wisst, wie ich das meine. Man hat immer so das Gefühl, oder? Zwar eben, es ist halt einfach die Menge und vielleicht auch so die Ablenkung. Dass einfach den Leuten nicht mehr so Zuneigung zu einzelnen Videos oder so zeigt. Oder einfach extremst auch gelangweilt ist, oder? Vom Grund auf. Dann ein Video anschaut und dann sofort wieder ein nächstes Video anschauen will, weil es halt. Jo, wenn man halt gelangweilt ist, oder? Kann ich auch verstehen. Und jo, Hype auslösen und so ist halt besser. Und das mache ich nicht. Also ich tue nicht irgendwelche Hypes zeigen. Also hier hätten wir eine Rampe. Gut. Das können wir gut merken. Hier ist aber in einem anderen Gebiet. Aber es gibt keine Autos hier. Hallo? Doch, doch. Nehmen wir das Schnellste nehmen. So. Und wie ich, ja, die Klemmen, also nehme ich das langsamste Auto. Ja, toll. Weißt du schon wieder irgendwas beim Gas geben dort, oder? Und schon ist man wieder weg, weil einfach kein Gewicht auf den Autos liegt. Die haben kein Gewicht. Also das Auto im Real Life würde einfach drüber fahren und das Zeugs würde explodieren und verknacksen, also zu erknicken. Das ist. Ich frage mich, was der Entwickler einfach falsch gemacht hat. Alles. Also es ist ein lustiges Spiel, aber das meiste nervt zugrunde. Es ist spielerisch bzw. steuerisch extremst schwer, irgendwas mit Rampen zu machen, mit Autos oder halt irgendwo hochzukommen, weil man weggeschleudert wird und so. Eins von zwei Rampen gefunden. Okay, das ist einfach das nächste Gebiet oder das vorherige Gebiet. Boah, der war auch schmerzhaft. Aber wo ist denn noch eine Rampe? Vielleicht hier oben irgendwo? Oder ganz auf einem Dach oben? Ich frage mich immer, wo ist das letzte Zeugs, wenn es irgendwie nummeriert ist? Man findet es einfach nicht. Gehen wir hier hoch. Die arme Giraffe. Genauso oben drauf auf so Balken oder so, könnten wir dann auch mal noch gucken. Aber gerade weiß ich nicht, wo eine weitere Chance ist. Was ist denn mit der Giraffe immer kaputt? Also. Ja, der kann wenigstens. So. Das Nashorn kann wenigstens noch drauf. Und gehüpft zu werden. Aber ich frage mich, obendrauf waren wir ja. Aber ob irgendwo, weißt du, so eine Zwischenebene oder so noch eine Goldstatue ist. Weil mindestens eine fehlt hier, glaube ich, auch noch. Naja. Aber irgendwo auf dem Ding ist doch eins, gell? Irgendwo hier oben drauf ist doch eine Chance. Aber wie kommt man hoch? Da. Da ist doch eine Chance. Was machst du? Warum das Geräusch? Nein, das ist keine Chance.
Ja, dann macht's halt weh. Kann ich nichts dafür. Ich bin hier, der Schiff. Bang. Bang. Also wo haben wir eine Chance? Bang. Ist doch das eine Chance? Nein, das kann keine Chance sein. Ist in anderen Spielen, ist im Times Square immer eine Chance. So Lego Undercover, glaube ich, dort war eine Chance. Also ich weiß echt nicht, ich muss kurz nachschlagen. Hä? So, dann holen wir mal, nein, nicht das, diese Editor-Ding, Skatree. Goat Sim 3 Chance, ja. Alle Rampen mit Liste, Giga.t. So, gehen wir wieder weg. Ich will da kurz das Video sehen. So. Also, wir müssen schauen, Innenstadt. Unter dem Highway haben wir. Beim Flammenring. Welcher Flammenring? Eingang des Hafens. Nördlichster Punkt haben wir. Am Lagerhaus. Am Lagerhaus oder dieser Flammenring? Am Lagerhaus? Eingang zur Schanze ist doch da. Also Eingang zum Hafen ist doch das. Dann ist dort irgendwo... Ah, dort ist... die Schanze. Ah, die habe ich völlig vergessen. Ja, cool. Na gut. Wir probieren einfach von hier aus. Ja, Mann, die Schanze, die einfach versteckt ist, oder? Ich einfach nicht wusste, weil sie versteckt war. Gut, dann gehen wir weiter. Wir haben hier auch noch mehrere Chancen. Also eine ist zum Beispiel da bei der Krabbe. Hier am Hafen war eine, ja. Wie kommen wir da runter am besten? Boah! Ich muss so viel zittern. Und ich mach's alles kaputt, na also. Gib ihnen doch ein Auto wenigstens. Nicht eins, was wegfährt. Dankeschön. Aua. So, dankeschön. Und dann müssen wir hier runter. So, direkt so. So, direkt so. Susch! Eins von zehn. Wer rettet den Rettungsschwimmer? Was ist jetzt das gewesen? Mach aus dem Report Nico Fanzi eher ein Wing. Ein Waagehals. Genau das ist das, was wir nicht geholt haben. Bring einen Landstreich zum Friseur. Wo ist denn immer ein Landstreicher? Ich muss den wirklich von der. Ja. Und knutsche mit dem Wal. Ich weiß gar nicht, wie man knutscht. Also. Ah, vielleicht auf dem Ding dort. Also wo genau man knutschen soll, aber ich wahrscheinlich auf diesem Böen-Teil. Okay, hier ist nichts. Keine Chance. Boah, die Augen. Hier muss doch irgendwo eine Chance sein. Die haben wir schon genommen, hä, die Chance. Da drüben ist eine Chance. Aber die haben wir doch schon genommen. Wunderbar, danke schön. Ich habe genau gezielt. Ich ziele immer auf den Kopf. Boah. Boah. Ja, genau aufs Dach. Hör, ich teleportiere mich einfach wieder zurück. So, mit dem Traktor, komm. Weißt du, langsame Fahrzeuge sind einfach viel besser, wenn sie nicht so eine dumme, sensible Stellung haben. Wo gar nicht funktioniert. Musste. Dort vorne ist er. Ich wollte noch draufbleiben, aber hab's dann aus Versehen doch gedrückt. Aua. Ja, dann, hey, hallo, mach doch nicht immer alles kaputt. Oh Gott, wir haben keine Zeit mehr. Hey,
Der Strom, ey, das ist sowas von nervig. Also im vierten Teil will ich so nervige Mechaniken nicht mehr haben, ey. Hey, ist das gar keine Chance? Wir nehmen einfach die andere. Oh, komm, Mann. Wer hat das Spiel entwickelt? Ich möchte sie mal treffen und runter machen. Das ist so dumm gemacht. Oder wir nehmen nochmals ein schnelles Fahrzeug. Hey, bitte, ich will nur einsteigen. Du bist zu fett, du Nitziros. Du wirst sofort umfallen, wenn ich da R-Taste drücke, bevor ich noch ankomme. Das ist aber viel zu groß. Das ist ja mal heftig dumm. Ja, es ist wirklich keine Chance. What the fuck, Entwickler? Schreib doch drauf keine Chance. Funktioniert nicht. Genauso wie in GTA San Andreas, da hat man auch immer wieder Chancen gehabt, die nicht funktioniert haben, und man hat es immer wieder versucht. Ja, toll, häng ich wieder fest. Hopp. Einfach wieder raus, oder? Das ist das Beste. Also einfach durch. Und wie soll man das irgendwie schaffen mit dieser Steuerung? Gut, 2 von 6. Also, dann machen wir im nächsten Part weiter mit diesen tollen Chancen. Und euch echt viel Spaß noch mit anderen Sachen. Stay positiv und seid ein bisschen mit den anderen nett, gell? Und ja, immer Spaß haben, immer ausgeruht sein, immer schön Liebe zeigen. Genau. Tschüss.